fonetica online, più esercizi. Alcuni esercizi in più per arrivare a una R italiana. In alcune posizioni sarà ancora difficile. Se non ce la fa, meglio usare una D o una V, come in inglese, ma non tornare alla R moscia. Ja? Wenn Sie es nicht ganz schaffen, in allen Positionen ein Zungenspitzen-R gleich auf Anhieb zu sprechen, verwenden Sie bitte einen Ersatzlaut. Entweder ein stimmhaftes TH, D, oder ein stimmhaftes D. Auf keinen Fall bitte zurück zum Zäpfchen R. Sie können einfach mit mir mitsprechen oder auch nachsprechen. Mare, amore, arte, porte, caro, tesoro, corte, torte. Wenn Sie es lieber mit Ersatzlaut probieren wollen, dann würde das so klingen. Mare, amore, arte, porte, caro, tesoro, corte, torte. Wieder mit Zungenspitzen R. Forme, dorme, orme, norme, verme, verde, nere, vere. Ich nehme an, dass es für die meisten intervokalisch leichter geht. Wenn Sie zum Beispiel probieren, von di auf dire dann zu kommen. Di-di-di-dire. Di-de, di-di-di-di-de. Di-di-di-de. Im Anlaut ist es manchmal noch etwas schwierig. Ganz gut geht es auch nach T und vielleicht auch nach dem P. Prego, presto, prete, prima. Treno, tranne, triste, tratto. Wobei Sie beim Tr versuchen sollten, wenn Sie Schwierigkeiten haben dabei, vom T einfach dann die Zunge nach hinten wegzuziehen. Tr, tr, tr. Dann haben Sie schon so einen ersten Anflug von Zungenspitzen-R dabei. Tr, treno, tr, tranne, triste, tratto. Grande, grazie, grosso, grave. Madre, padre, vedremo, andrò. Die angegebenen Reime am Ende dieser Seite sind eigentlich nur als Spaß gedacht. La rana wäre ein Frosch. Una rara rana nera sull'arena errò una sera. Una rara rana bianca sull'arena errò un po' stanca. Also ein seltener schwarzer Frosch lief eines Abends auf dem Strand herum. Und ein seltener weißer Frosch lief ziemlich müde am Strand herum. Oder ein sehr nettes Ritiro, der Rückzug. Ritirarsi, sich zurückziehen. Da geht es ziemlich schnell zur Sache und Sie müssen aufpassen auf die Betonungen. Se io mi ritirassi in un romito ritiro, ti ritireresti con me in quel ritiro romito?